1972 übernahmen die Düsseldorfer Dominikaner die Seelsorge an der Andreaskirche. Und vor 400 Jahren, am 5. Juli 1622, wurde der Grundstein dieser wunderbaren Kirche gelegt, die heute dem Land Nordrhein-Westfalen gehört. Wir feiern also dieses Jahr gleich zwei Jubiläen. 50 Jahre Dominikaner in der Düsseldorfer Altstadt an St. Andreas und 400 Jahre Grundsteinlegung der Andreaskirche. St. Andreas hat eine sehr reiche Geschichte. Die Kirche wurde mitten im Dreißigjährigen Krieg gebaut, in einer Zeit des Mordens und Plünderns hier in Deutschland und in Europa. Und auch in den folgenden Jahrhunderten hat St. Andreas teilweise schwere Zeiten erlebt. Sie sehen hier hinter mir ein Bild aus dem Zweiten Weltkrieg, als das Dach, die Türme und das Mausoleum der Kirche zerstört wurden. Aber die Stuckdecke aus dem 17. Jahrhundert ist immer noch im Original erhalten. Uns Dominikanern ist es wichtig, dass St. Andreas nicht nur ein schönes Kunstwerk ist, sondern ein lebendiger Ort des Glaubens, wo Menschen zusammenkommen, beten, singen, entdecken. Ein offener Ort für Menschen gleich welchen Geschlechts, gleich welchen Alters, arm oder reich, jung oder alt, alle sind bei uns willkommen. Die offene Kirche der Dominikaner lebt davon, dass sich hier viele Menschen engagieren, und dass wir besondere Angebote machen, von der Nacht der Liebenden bis zur Tiersegnung. Wir wollen für die Menschen da sein. Wir laden Sie ein, mit uns zu feiern. Wir haben ein reichhaltiges Programm, eine ganze Jubiläumswoche. Am Sonntag wird Weihbischof Steinhäuser aus Köln zu Besuch sein, mit uns die Heilige Messe feiern und danach gibt es ein Straßenfest vor der Kirche. Es gibt eine Ausstellung in den Fürstenlogen, die mittwochs, freitags und sonntags nachmittags besichtigt werden kann. Und es gibt weitere Veranstaltungen. Alles finden Sie auf unserer Homepage. Seien Sie uns herzlich willkommen.